Sven Rutter, Yachtkompass, Fachberatung für Yachtkäufer und Eigner. Ich wollte heute mal sprechen über eine Gruppe, die mir auch relativ häufig begegnet. Das sind die, die sagen, wir wissen eigentlich schon, was wir wollen. Es gibt ja zum einen die, die haben sich damit der Materie noch nicht so eingehend befasst, suchen ihr erstes Boot. Die brauchen erstmal so einen generellen Überblick. Und dann gibt es aber auch welche, die haben schon relativ klare Vorstellungen davon, was sie brauchen. Und damit kommen sie auch zu mir. Haben eine entsprechende Liste, sagen, wir wollen unbedingt diese und jene Eigenschaften. Und vor allen Dingen haben die auch immer schon Ausschlusskriterien. Neulich hatte ich einen, der wollte partout keinen Saildrive, keine Yacht mit Saildrive. Dann hatte ich einen, der wollte partout kein Rollgroßsegel. Das ist durchaus schon hilfreich, aber ich frage dann immer, warum. Weil es gibt für alle Ausstattungsvarianten, und davon gibt es unzählige, die haben ja alle auch eine Berechtigung. Und es ist schon wichtig zu gucken, warum will ich das nicht oder warum will ich was ganz besonders haben? Ist das nur, weil man das mal irgendwo gelesen hat oder weil das jemand empfohlen hat? Oder ist das wirklich eigene Überzeugung? Denn all diese Vorgaben, die schränken natürlich den Kurs auf das eigene Traumschiff schon ziemlich ein. Und hinzu kommt, dass wenn man sich nicht gerade einen Einzelbau leisten kann, den man einen Auftrag gibt, und selbst dann wird man immer irgendwo bei einem Kompromiss landen. Denn das Schiff, das wirklich trotz, obwohl es unendlich viele Bootstypen gibt, das Schiff, das alles erfüllt, wird es nicht geben. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn man vorher sich überlegt hat, was sind wirklich die Prioritäten. Und da geht es auch nicht nur darum, das darf nicht, sondern das kann vielleicht auch, das soll vielleicht sogar, das muss nicht unbedingt, aber wenn, dann ist das auch nicht schlimm. Und wenn man das wirklich dezidiert mal durchgedacht hat, dann kommt man am Ende wirklich zu dem persönlich idealen Schiff. Und dabei helfen wir Ihnen gern, bringen wir unsere Marktkenntnisse mit ein, unsere Erfahrungen mit all diesen verschiedenen Bootstypen und beraten Sie gern, sodass wir da am Ende wirklich zielgenau unsere Traumjacht ansteuern. Dankeschön.